Hallo, mein Name ist Nadine und heute möchte ich euch von einer geistigen Erfahrung erzählen, die ich hatte vor einigen Wochen. Ich lag in meinem Bett und war in einem Zustand zwischen Wach und Schlaf. Wahrscheinlich kennen diesen Zustand einige von euch. Und in diesem Zustand habe ich mich selbst gesehen, wie ich lag. Aber ich lag mit angewinkelten Beinen in einer sehr weißen Umgebung. Mehr habe ich nicht gesehen. Ich habe nur meine angewinkelten Beine gesehen, nicht meinen Kopf, nicht meinen Oberkörper und um mich herum war alles weiß. Und dann habe ich eine Stimme gehört und diese doch sehr tiefe Stimme sagte zu mir: Woher kommst du? Und in diesem Moment wusste ich, das ist die Stimme Gottes und ich sagte: Ich komme von dir. Und ich spürte, wie mein Geist aus meinem Körper hinaus möchte, so frontal heraus. Und ich spürte einen leichten Druck auch auf meinem Körper. Doch in diesem Moment, als ich diesen Druck spürte, ist mein Verstand mal wieder, wie immer, dazwischen gekrätscht und hat gemeint: Oh, ja, das ist der Moment, worauf du so lange gewartet hast. Gleich siehst du deinen eigenen Körper, wie er in deinem Bett liegt und schläft. Und in diesem Moment merke ich, wie alles wieder zurückgeht. Und mein Geist hat es nicht geschafft, meinen Körper zu verlassen. Und ich bete zu unserem himmlischen Vater, unserem Gott, unserem Schöpfer, wie auch immer wir ihn nennen möchten, dass ich diese Hürde des Verstandes eines Tages überwinden kann. Und ja, wer von euch auch noch Interesse daran hat, mehr über das geistige Leben, über Gott zu erfahren und selber geistige Erfahrungen zu sammeln, der kann gerne mal in die Bücher von Zeit Kahn reinschauen auf www.kahn-verlag.de. Da findet ihr alles oder auch auf YouTube unter Zeit Kahn. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Durchstöbern, beim Lesen. Und Gottes Segen. Tschüss.